Hallo und Servus zusammen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal für Ausgleichstraining und Ergänzungstraining beim Klettern und Bouldern. Das heutige Thema ist die Anbindung vom Schulterblatt zum Brustkorb. Das sogenannte Gleitlager Schulterblatt-Brustkorb. Ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem, weil man weiß, dass die ganzen Kräfte, die von unten vom Fuß kommen und durch den Körper gehen bis zur Hand, müssen hier drüber laufen. Allerdings, wenn eine Kraft von der Hand auf den Fuß übertragen werden soll, ist hier das ein Dreh- und Angelpunkt. Und das ist das heutige Thema. Viel Spaß! Das Gleitlager zwischen Schulterblatt und Brustkorb ist kein richtiges Gelenk wie das vorher zuletzt vorgestellte Schultergelenk hier mit Gelenklippe, Gelenkkapsel etc., sondern das Gleitlager zwischen Schulterblatt und Brustkorb besteht nur aus Muskeln. Würde man die Muskeln entfernen, könnte man das gesamte Schulterblatt, wenn man das Schlüsselbein noch entfernt hervor, wegnehmen und wegtransportieren. Das würde bei einem anderen Gelenk nicht gehen, weil dort die Kapsel außen drumherum hält. Als Gleitmechanismen haben wir hier in diesem Bereich Schleimbeutel eingelagert oder Sehnenscheiden, wenn die Muskulatur direkt an den Knochenecken vorbeizieht. Und es ist, wie vorher schon gesagt, Dreh- und Angelpunkt aller Kräfte, die von unten nach oben kommen oder von oben nach unten. Die Muskulatur in diesem Bereich ist folgende. Wir haben auf der vorderen Seite tief unten drin, hier in diesem Bereich, ist es der vordere Sägemuskel, der Serratus anterior. Ganz, ganz ein wichtiger Muskel. Und auf der Rückseite haben wir innenliegend Muskulatur, die hier direkt hochzieht, ist der große und der kleine Rautenmuskel. Und als außen, als Plakat außen drauf, auch mit Funktion, aber nicht die direkteste Funktion, ist der große Trapezmuskel. Der kommt von da oben, geht raus, hat drei Anteile, drei unterschiedliche Funktionen. Die Wahrnehmung des Schulterblatts spielt eine sehr wichtige Rolle, da, wie wir ja wissen von dem Video davor, das Schulterblatt die Basis des Gelenkpartners ist fürs Schultergelenk. Und wenn jetzt das Schulterblatt ungünstig steht, ist es quasi auch sehr nachteilig für das Schultergelenk. Nachteilig aber auch, um die Anbindung auf den Rumpf gut zu bekommen. Deshalb ist die Koordination in diesem Bereich sehr, sehr wichtig, weil die ganzen Kräfte, die von unten nach oben kommen und von oben nach unten durchgehen sollen, hier gebündelt werden. Und hier sehr große Ausweichmöglichkeiten bestehen, die über eine gute Wahrnehmung, eine gute Koordination, Beweglichkeit, aber dann später auch Kraft trainiert werden können, um so langfristige Schäden zu vermeiden und maximalen Klettergenuss zu haben. Die Einteilung der Muskulatur am Schulterblatt, Gleitlager, Brustkorb kann wie folgt beschrieben werden. Vorderseitig haben wir den Sägemuskel, der macht Stützaktionen, hauptsächlich um die 90 Grad. Das ist der Hauptmuskel, kleine anderen Muskeln helfen. Was wir auf der Vorderseite noch haben, ein sehr interessanter, wichtiger Muskel, ist der Muskel, der vom Rabenschnabel fortsatz, das ist dieser Haken hier, dort, weggeht und an die Innenseite vom Oberarm durchzieht. Dort ist noch eine Aufpassstelle, weil dort durch den Muskel ein Nerv zieht. Das werden wir noch öfters haben und da muss man besonders aufpassen. Dieser Nerv zum Beispiel versorgt die Finger, hoppala, die Fingerbeuger. Und wenn der Nerv hier zugedrückt ist, können die Fingerbeuger gar nicht diese Kraft entwickeln, die sie könnten, wenn der frei liegen würde. So, weiter rückseitig haben wir die eng aufliegenden Rautenmuskel, großer, kleiner Rautenmuskel, Trapezmuskel, Schulterblattheber. Die bringen alles zurück. Ja? Und deshalb ist es
Hier sehr wichtig, weil alle Kräfte von unten nach oben kommen oder von oben nach unten durchgehen sollen, dass hier eine gute Koordination besteht, eine gute Kraft, gute Beweglichkeit. Allerdings das Wichtigste wird die Wahrnehmung sein, dass man wirklich merkt, oh, jetzt geht die Schulter weg oder ist zu weit außen. Jetzt muss ich korrigieren oder lass aus, bevor ich mich dann verletze. Und das bildet auch die Basis, um ein nachhaltiges, gesundes Klettern zu kreieren, weil man dann halt auch merkt, okay, das Gelenk ist in einer ungünstigen Position, in einer Fehlposition. Jetzt lasse ich aus, weil wenn ich jetzt durchziehe trotzdem, vielleicht erreiche ich den nächsten Griff, vielleicht reiße ich mir aber auch den Bizeps vorne ab, was keiner möchte. Beim Trainieren von der Muskulatur, von den Übungen, die jetzt dann vorstellig werden, ist zu beachten, dass zuerst die Bewegung trainiert wird. Die Bewegung und die Wahrnehmung mit der Koordination. Das heißt, es sind leichte Übungen, wenig Widerstand, die korrekt ausgeführt werden sollen. Das ist die absolute Basis. Auf diese Basis drauf können die Übungen langsam erschwert werden. Wir liegen da in einem Übungsbereich von Wiederholungszahlen zwischen 8, 10 und vielleicht 12 oder auch mal 15. Wenn zu viele Bewegungen gemacht werden, weicht der Fokus, die Konzentrationsfähigkeit eher ab und zurück, was wieder Fehlerquellen birgt, dass die Bewegung nicht so gut ausgeführt wird, wie sie sollte. Wenn die Basis gelegt ist, dass die Bewegung gut funktioniert, kann langsam die Kraftkomponente draufgepackt gesteigert werden. Man macht schwierigere Übungen, macht weniger Wiederholungen und legt die Last immer mehr drauf. Und dann funktioniert das Ganze auch sehr gut. Die Wirkungsweise der offenen und geschlossenen Kette ist noch wichtig zu verstehen. Wenn wir in einer offenen Kette arbeiten, dann ist es, dass wir zum Beispiel hergehen und jetzt mit einer Hantel oder mit einem Ball einfach den Ball jetzt hier hochheben und zurückführen. Vorteil von offenen Ketten sind meistens leichte Bewegungen. Nachteil von offene Ketten sind ungünstige lange Hebelverhältnisse, ja, der Arm oder das Bein. Der Unterschied dann quasi zur geschlossenen Kette ist zum Beispiel, dass ich bei der geschlossenen Kette hergehe und sage, okay, ich stehe jetzt am Boden und setze mich jetzt auf den Stuhl und habe dann hier in diesem Bereich die Möglichkeit, hier zu trainieren. Das ist wie wenn ich eine Kniebeuge mache, es ist eine geschlossene Kette, weil der Fuß am Boden steht hier. Ja? Und in der offenen Kette am Bein würde ich das trainieren, zum Beispiel Beincurler. Ja, genau. Und das offene und geschlossene Kette spielt jetzt gleich hier im Schulterblatt, Brustkorb, Gleitlager bei den Übungen ganz eine wichtige Rolle. Übung, Schulterblatt, Brustkorb, Gleitlager. Übung Nummer 1. Geht es um die offene Kette, weil die leichte ist zu üben. Das heißt, wir legen uns jetzt am Rücken, machen das am besten über die Seitenlage, weil es am schonendsten ist auch, da haben wir den Hüftbeuger heraus. Genau, Rückenlage, der Arm befindet sich senkrecht nach oben gestreckt und dann schiebe ich den Arm aus dem Schulterblatt nach oben hoch. Achte währenddessen, dass der Arm wirklich, wie wenn er in einer Röhre stecken würde, nicht zu viel hin und her eiert und dort anschlagen könnte. Ja. Einseitig ist immer besser wie zweiseitig. Vor allem zweiseitig gleichzeitig rauszuschieben, würde eine Überstreckung im Hals bewirken, was sehr ungünstig ist. Und wenn man das jetzt macht, ist der Weg von oben nach unten der schwierigere. Gute Atmung darauf achten und wirklich schauen, dass die Bewegung ganz gut runterläuft. Ja. Und dass man den Arm nicht zu weit nach oben hat oder zu weit unten oder innen oder außen. Genau, das hier. Ja. Okay, gut. Übungsbereich Nummer 2, also die Variante 2 ist dann
dass man hergeht, das Ganze im geschlossenen System trainiert, aus dem Vierfüßlerstand. Das Gewicht ist mittig über den Knien, der Rücken ist gerade, ist kein Katzenbuckel, kein Hohlkreuz. Und die Hände sind leicht gespreizt, geöffnet, nach oben, nach vorne. Und jetzt bewege ich im Schulterblatt nach unten und wieder zurück. Hier ist die größte Ausweichbewegung, dass während der Bewegung nach unten die Bewegung im Schulterblatt aus ist. Ich möchte aber weiterkommen, dann nehme ich den Ellenbogen dazu, wie bei einer Liegestütze. Das darf ich bei dieser Übung auf keinen Fall machen. Genau. Und für alle, die viel im Büro sitzen, sagen, sie können ja da nicht auf die Knie, haben wir auch natürlich was dabei. Da geht man einfach auf den Schreibtisch, nimmt ein Geschirrhandtuch zum Beispiel oder auch blank und fährt den gestreckten Arm aus der Schulter raus und rein, ohne den Oberkörper zu rotieren, erstens. Und zweitens auch wieder, ohne dass man den Arm bei der Reinbewegung abbeugt. Ja, die andere Seite rausschieben, reinschieben, ohne abzubeugen. Rausschieben, reinschieben. Die Ellenbeuge kann, wer möchte, für die weiteren Lektionen und für die Koordination, kann die Ellenbeuge nach oben zeigen lassen während dieser Bewegung. Das hier. Genau. Und das geht überall. Das kann man fast überall machen. Das ist wiederum die offene Kette, weil ich hier bewege. Wenn ich mich hier festhalten würde an zwei Klettergriffen und gehe in Überhangsposition und würde dann das hier tun, dann wäre es wieder die geschlossene Kette. Die nächste Übung ist aus dem Kniestand heraus nochmal, quasi als Ergänzung von dem vorherigen. Man geht jetzt hier in den Kniestand, also in den Vierfüßlerstand und kann jetzt das Schulterblatt hin und her bewegen, das kennen wir ja schon. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass man die Last auf den Händen mehr werden lässt und auf den Füßen. Das heißt, die Knie entlastet, aber nicht ganz hochheben, so, und dann hier weitermachen. Das ist ziemlich einfach, sondern gerade so viel abheben, dass man mit einem dünnen Blatt Papier noch drunter fahren kann, nicht mehr und nicht weniger. Also man kann den Stoff der Hose auf der Matte lassen unten oder auf dem Polster und das Gewicht aber innen vom Knie ist weg. Und was hier sehr wichtig ist, die Hände ein wenig nach außen drehen, sodass der Daumen nach vorne zeigt. Und nicht zu schmal greifen, sondern eher ein bisschen breiter, aber auch nicht so, dass man wegrutscht. Genau. Hüfte ist über dem Kniegelenk, Handgelenk ist ein bisschen vor der Schulter, je nach Armlänge. Ich habe sehr lange Arme, das ist günstig so. Und jetzt, wenn ich hier raushebe, passiert meistens das. Und das möchte ich nicht. Das heißt, ich bleibe jetzt hier drin stehen und habe das Gewicht fast weg und kann jetzt hier bewegen. Ellenbogen wieder gestreckt lassen, nicht beugen. Gut. Die nächste Stufe wäre dann, dass ich die Bewegung auseinanderziehe. Dass ich hergehe und sage, okay, ich gehe mit den Knien nochmal 15 cm zurück, die restliche Position bleibt, ich gehe jetzt wieder dorthin, noch dorthin, bleibe hier, stelle die Füße auf, gebe Druck, nehme die Knie raus, habe extreme Rumpfbelastung vorne auf der Bauchmuskulatur und auf dem Sägemuskel. Genau. Und ich habe die Gefahr nicht so leicht, wie wenn ich jetzt in der Liegestützposition wäre, und mache das mit ganz langen Hebel, wo ich dann sehr leicht immer wieder sehe,
Die Leute hängen irgendwie durch und sind auf jeden Fall nicht so eingestellt in dem Bereich Lendenbeckenhüfte, Lendenwirbel, wie sie sein sollten oder könnten, damit es gut ist für sie. Die Yoga-Rolle hilft uns, unsere Räumlichkeit einzuhalten, unsere Wahrnehmung zu verbessern, damit wir während dieser Aktion hier, ja, nicht nach vorne gehen. Und das merkt man sofort mit den Haaren. Ich bin jetzt mit den Haaren dran und gehe jetzt raus aus der Bewegung. So, bin mit den Knien ganz leicht weg und gehe jetzt nach unten und oben. Und da darf man halt nicht das machen oder man darf nicht nach hinten gehen. Genau. Und so spürt man das unheimlich gut, wo ich bin. Und ich würde jetzt die Position erweitern können. Ja. Gehe jetzt hier raus, gehe oben wieder mit den Haaren ran und halte es hier so und gehe wieder raus und rein aus dem Schulterblatt. Und das ist definitiv keine Übung für Anfänger. Das ist definitiv eine Übung, die schon sehr gute und deutliche Intensität hat. Gerade wenn ich das im regelmäßigen Training mit einbaue. Genau. Da brauche ich nicht diese langen Hebel, die die Liegestütz von Grund auf bietet, sondern mit dem komme ich da ganz, ganz weit. Noch eine weitere Übung für das Gleitlager Schulterblatt-Brustkorb, vor allem jetzt eine Stützübung einmal nach vorn, die sich in eine Stützübung nach hinten umdreht. Das ist der sogenannte Durchrutscher. Der Durchrutscher ist ganz stark längenabhängig vom Arm. Wer einen zu kurzen Arm hat, wird im Durchrutscher erstmal nicht viel Spaß haben. Da komme ich gleich auf ein gutes Hilfsmittel drauf zurück, wie man sich da helfen kann. Ich zeige ihn euch mal kurz. Genau. Man geht jetzt runter, am besten mit dem Polster, geht in die Liegestützposition, geht man hier rein, stützt sich gut ab, der Kopf ist nach unten und zieht jetzt die Knie zum Bauch, rutscht hier durch und schiebt ganz nach vorne, dass die Fußsohlen unten sind, am Boden in einer Linie, nimmt den Kopf zurück. Genau, und in dieser Position habe ich auch deutlichen Zug auf der vorderseitigen Muskulatur, wie dem dem Rabenschnabel-Fortsatzmuskel zum Beispiel. Genau, geht zurück. Ich kann hier in der Position nochmal hoch und runter gehen, kann ein bisschen hin und her schieben und gehe nach vorne zurück. Variante 1 beim Durchrutscher, wenn jemand einen Ape-Index hat von vielleicht unter plus 7, 6, 5 in dem Bereich. Der nimmt zwei Bücher her, packt diese Bücher in die Stützposition. Die Stützposition ist jetzt bei mir gute 50 cm auseinander, dass die auch nicht seitlich wegrutschen. Ich gehe jetzt drauf, wieder das Gleiche, gehe in die gerade Position von der Wirbelsäule, rausgestützten Unterbauch eher ein bisschen verkürzen, kein Hohlkreuz machen und dann ziehe ich hier durch und es ist deutlich leichter und strecke mich jetzt hier ganz nach oben und ziehe dann wieder zurück und komme in diese Position. Der kleinste Handbarren aus dem Hause Kaffee Kraft ist für den Durchrutscher wie geschaffen. Vereinfacht allerdings auch die Übung, muss man wirklich sagen, weil man doch deutlich höher ist vom Boden weg, hier mal 7-8 cm und die Griffposition ist ganz eine andere, ist kein Stütz mehr vorhanden, die Dehnung, die aktive Dehnung, der Reflexbogen fehlt für die Stützaktion, die natürliche Stützaktion. Ich habe Greiffunktion. Ja, auf so einem glatten Holzboden soll man darauf achten, dass die nicht wegrutschen. Man kann die auch bekleben nach unten. Gehe dann wieder in die gleiche Position.
Geh hier rein, Unterbauch kurz, rausgestutzt, durchrutschen und nach vorne. Nochmal zurück. Und alle, die jetzt quasi noch mehr wollen, denen die ersten Übungen noch zu leicht waren, für die habe ich dann noch eine Kleinigkeit kurz aufgebaut. Es geht um den Schweizer Handstand, der im Geräteturnen ja gang und gäbe ist. Der Schweizer Handstand birgt bei ganz vielen das Problem im Handgelenk, weil wenn man jetzt keine so Platten aufbaut wie hier oder nicht mit dem Handbarren arbeitet wie von Jimmy Graf zum Beispiel, dann bekommt das Handgelenk beim Schweizer Handstand durch diese extreme Vorlage hier, ja, weil ja mit dem Gewicht von den Füßen hinten rauskommen muss, eine ganz, ganz hohe Belastung für die zwei Handwurzeln rein. Es gibt 8 Handwurzelknochen und die erfahren ganz eine hohe Last, abgesehen von der muskulären Koordination. Deshalb ist es günstig, wenn man hier in diesem Bereich einfach ein bisschen vorübt, mit einem nicht lackierten Holz zum Beispiel, eine Schräge baut nach vorne oder 2 Keile auch hat, separat. Und dann hier aus diesem Bereich versucht, hier Druck zu geben, nach vorne zu kommen und die Bewegung anzubahnen. Hier rauszuziehen. Genau. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hinten die Füße langsam lösen kann. Dann ist es günstig, wenn man jemand leichte Hilfestellung bietet, mich leicht führt am Brustkorb, darauf achtet, dass wenn ich einknicke, nicht auf den Kopf falle, und so kann man sich da sehr gut entwickeln. Viel Spaß beim Üben jetzt und schreibt es mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ihr sehen wollt. Teilt das Ganze, liked es und bis bald. Euer Hajo. Servus.